Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefield 5, die Kampagne, die dritte. Wir sind hier mit den Afrikanern unterwegs, kämpfen für Frankreich. Wer weiß, ob wir das freiwillig machen? Ich glaube eher nicht. Weil das wirkte auch hier so, als ob wir als Kanonenfutter, hier hingeschickt wurden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass an England... Aber das will nicht, dass wir die Löwe gefangen nehmen. Sollen wir anders reden? Dass England und Frankreich damals ja aus den Kolonialstaaten, die es noch hatten, ja Einheiten rekrutiert haben. Ob die freiwillig gekommen sind, weiß ich, glaube ich, eher nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Was machen wir mit dem Kerl? Nichts Brauchbares zu finden. Aber vielleicht doch, wer weiß. Du kennst deine Befehle. Ich weiß es nicht. Ich schleiche schon. Mon Dieu! Repose en paix, mon frère! Wir brauchen keinen Köder, wir brauchen jetzt hier einen toten Nazi. Sag mal, das Funkgerät ausschalten hier. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Schalldämpfer? Tut mir leid, Gewehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hat mich gesehen! Will jemand helfen? Nein! Scheißendreck! Oh, scheiße! Gib mal kurz noch einen Kaffee aus. Was machen wir mit dem Kerl? Nichts Brauchbares zu finden, Hans! Alles Mist. Du kennst deine Befehle. Erschieß ihn ein. Mon Dieu. Dann holen wir uns auch noch diese Drecksau. Essayez de communiquer maintenant. Nur ein Schuss. Mal kurz zurück. Er ist tot. Das mit dem Laub richtig geil. Er hat sich geduckt. Jetzt wissen sie, dass ich da bin. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch das Scharfschützengewehr nehme. Aber vielleicht ist das hier so eine Passage von Gegnern und wir können gleich weiter. Die nächsten wissen ja nichts von uns. Nur meine Hoffnung. Was haben wir hier für eine Waffe? Ah. Ja, die STG-44. Aber ich bleib bei meiner Knifte. Das scheint auch so erstmal hier alles gewesen zu sein. Ils sont tous morts. Tja, du bist dafür verantwortlich. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Schließe dich wieder deine Einheiten an, oder was? Hauptstreitkraft. Ach. Charlie mit,
Wollen wir hier irgendwie am Rand weiter? Das sieht doch so scheiße aus. Ich will da nicht unten lang gehen. Da ist doch nur einer. Müssen wir vielleicht damit wegnehmen. Ja. Oh. Ein Fallschirmtyp. Oh ne, Gebergranate. Scheiße, was war das? Fernglas. Ups. Ich benutze das nie. Ah. Okay, es hat sich jetzt geklärt. Die wissen, dass ich da bin. Das war ein Nahkampf? Wo war denn das Fernglas? Ich habe vorhin ein Fernglas gehabt, verdammt. Hm. Aber ich will jetzt mal wissen. Ah ja, wir können jetzt hier gefundene Briefe 0. Wenn man jetzt die Briefe, dann kriegen wir irgendwie eine besondere Waffe. Wenn man da irgendwie 13 Briefe insgesamt oder findet 3 Weinflaschen, irgendwie so ein Kram, dann kriegen wir irgendwie irgendwas Besonderes. Jetzt interessiert mich das mit dem Fernglas. Also ich benutze es als Scharfschütze irgendwie auch nicht. Man kann es ja markieren, sollte man glaube ich auch. Falscher. Karte. Feuer. Hm. So was anderes? Na, Pilot. Transportfahrer auch. Müsste doch eigentlich bei Standard da sein. Hm. Ach, keine Ahnung. Dann habe ich vergessen. Komm, egal. Wir brauchen Fernglas. Wir haben eine Knifte. Vorne ist der Feind. Der Feind will die Kugeln haben. Das sind aber mehr als nur 2 Feinde. Schitte, schitte, schitte. Ein Energiebalken. Einen haben wir erwischt, wie auch immer. Der Sani auch. Einer ist da irgendwo rechts noch, den sehe ich nicht. Zu weit weg. Laufen, 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 laufen. Eine schwere Einheit links. Barrage droit devant. Avec des gardes allemands. Ach, der sagt jetzt eh gerade die Wache Bescheid, ne? Das hat schon Alarm geschlagen. Dieser Fallschirmtyp hängt da ganz schön gut ab. Boah. Einfach blind aufs Mündungsfeuer. Hat funktioniert. Kann ich hier durchschießen? Schön gewesen. Scheiße, Nachschub. Nazi Nachschub. Spät unternehmen. Ah, fuck you. Dann machen wir es nochmal neu. Vielleicht werden wir jetzt, kriegen wir nochmal gesagt, auf welcher Taste das scheiß Fernglas war. Wusstest du schon? Versuche für jede Waffe? Keine Ahnung. Vorhin kam doch extra was hier. Fernglas. Benutze Fernglas. Ils ont placé un barrage. Wiederholst dich, mein Freund. Und du hast recht. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Da oben auch noch einer? Den könnten wir doch ausschalten. Der Kommandant will nicht, dass wir die Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Une patrouille allemande.
Straße weiterfahren. Ich hab hier drüben einen! Hat er mich gesehen? Kommt zurück. So, das war meine Antwort auf Ihre Verstärkung. Von wo? Ach, von der anderen Seite wieder. Lauf, 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 lauf. Ducken, 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 ducken. Hoffen, dass sie keine Raketen haben oder so. Oh! Ducken! Oh, oh. Oh, 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 wir sind doch irgendwie falsch, wir sind doch irgendwie falsch. Alter Judas! Oh, hier sind wir ganz falsch! Munition! Weg, 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 wenn das hochgeht! Oh, Kampfzone und tot! Ach, Kacke! Scheiße! Wusstest du schon? Benutze dein Fernglas. Ja, wie komme ich zu meinem Fernglas nochmal, bitte? Kann mir das jemand sagen? Wo ist mein Fernglas? M war es nicht. Q war es. Oh. So, jetzt haben wir dann Scharfschützen gesehen. Da ist einer. Ja, schön. Wir müssen erstmal wieder hier an die Seite. Troupe allemande et barrage droit devant. Wir sind hier runtergefallen. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Ja, Kampfgebiet. Oh. Ich hoffe, der Typ dreht sich gleich um. Kommandant will nicht, dass wir sie in der Löhre gefangen nehmen. Sollte anders gehen. Hast du das gesehen? Verstärken darf nicht zurückkommen. Là, c'est un allemand. Das soll sie sein! Hat er mich richtig vermutet? Es ist einer von denen! Okay, da hoch. Was ist das? Wir zwei. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Baum, 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 mein Freund. Oh, 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 Baum ist mein Freund. Lass niemanden erleben. Heil dich. Warum brenne ich denn auf einmal? Cool, ich brannte, bevor der Artillerieeinschlag kam. Sagenhaft toll. Ah. Wusstest du schon? Nein, wusste ich nicht.
Ich wusste jetzt, wo mein hier Fernglas ist. Ganz toll. Und nicht noch einer. Ich wollte ranzoomen, aber geht nicht. Oben ist keiner. Vielleicht ist oben Scharfschützengewehr mit Schalli oder so. Eine beschissene Stelle. Avec des gardes allemands. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Patrouille là-bas. Oh, fuck. Hat natürlich gut geklappt jetzt. Gut, hat überhaupt nicht geklappt. Scheiße, die kommen auf jeden Fall zurück. Jetzt habe ich es komplett vermasselt. Ich sehe sie nicht! So, jetzt heißt es schnell fortbewegen, glaube ich. Wohl, geh mal in dieses Türmchen hoch. Vielleicht können wir da die Leute. Der hat uns auch. Ja, ich versuche das noch ein paar Mal. Wenn es irgendwie nicht klappt, dann werde ich einfach mal schneiden müssen, ne? Wusstest du schon? Nein, wusste ich nicht. Danke für die Info. So, da unten ist auch noch einer. Den wir gerade nicht sehen, warum auch immer. Da ist einer. Da hinten nach der ist der. Da müsste da auch einer sein. Das sind erstmal alle. Dann konzentrieren wir uns auf den Scharfschützen. Ist halt auch schwer, ne? Also nicht wundern. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Und das Problem ist dieser Schalldämpfer, den wir haben. Wenn er einmal daneben schießt, dann hat er dich ja quasi ja schon gesehen, ne? Ist ja schon quasi zu spät. Der Kommandant will nicht, dass wir diese Löhre gefangen nehmen. Sollen wir anders regeln? Uns hier landen! Uns hier landen! So, wo ist der andere? Nein, nicht gut. Heil dich ganz schnell. Hey, raus da. Alter. Scheiße, jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch. Ich würde eigentlich noch mal schnell das Scharfschützengewehr holen. So, 5 Versuche später. Da ist einer, da ist einer. Der läuft ab und zu da unten hin. Krieg's nicht geschissen,
diesen einen Typen, die beiden da wegzuhauen, ohne dass da, dass die das mitkriegen. Mit diesem scheiß Gewehr hier. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Wenn ich den einen töte, dann kriegt das der andere mit und läuft da hin und dann habe ich den zweiten Schuss versemmelt und dann kommt da. Da unten kommt er. Ist hier nichts? Der Kommandant will nicht, dass wir die Meleure gefangen nehmen. Wollen wir anders regeln. Ah, das war ein Glücksschuss. So, jetzt am besten auf den Turm kommen. Ja, da ist ein Scharfschützengewehr. Mama. Warum treffe ich den da nicht? Geht doch. Anni? Weg, 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 weg. Und hier nehmen wir gleich mal neu. Gehör, sofort Hilfe los. Mist. Wo ist er? Ah, ich muss ja weg. Na komm her. Weg, 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 weg. Der Sniper da gefällt mir nicht. Ausmachen hier die Scheiße. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Scharfschützengewehr. Da was? Kommt da was? Haben wir es echt hingekriegt? Auch eine Scheißstelle. Gut, weiter, 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 weiter. Jetzt haben wir zwar unseren tollen Schalldämpfer nicht mehr. Kann ich mal am Arsch lecken. Ist keiner. Musik erzeugt Spannung. Aber eher mein Darm. So. Ah, einer von meinen Leuten. Verwundet. Auch da verwundet. Dreckiger Nazi-Abschau. Dreckiger Nazi-Abschau. Oh, das ist ein guter Abschaum. Nicht von mir, aber... Heil dich. Dreckiger Sunny. Scheiße! Panzerfaust, Panzerfaust! Drecksack mit deiner Panzerfaust. Oh, hat mich erwischt. Den nicht.
Er ist da. Oh, wieder daneben geschossen. Jetzt der Helmflug richtig schön hoch. Oh, jetzt brauchen wir Munition. Tant de vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Ach, jetzt wollte ich eigentlich den einen. Oh. Fuck you, Alter. Noch irgendwas Tolles? Behalte die Waffen, die ich habe. Der Sound geht mir so langsam auf die Nerven. So, wo müssen wir hin? Da hoch. Habe ich schon gesagt, dass das Level generell hier mir gut gefällt? Aber ich habe echt einige Versuche gebraucht. Ich werde das auf jeden Fall schneiden. Ihr müsst jetzt nicht die 50 Mal sehen, die ich da verkackt habe. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Ich dann. Lad nach da mit deiner Scheißknifte. Ja, zweimal nicht getroffen, wie erbärmlich. Scheiß. Meine letzten 5 Runden. Jetzt haben wir mal endlich einen wieder. En avant! Der hätte eigentlich auch treffen müssen. Ach, egal, komm. Oh, das geht besser mit der Knifte hier. Nebenbei schön drauf Munition sammeln. Geworden. Wo kommen die denn die ganze Verstärkung denn her? Mann! Ich räuche euch aus, ihr kleinen Schweine! Aber ich muss abhauen? Oh, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, Frankreich! Ah. Wir müssen hier was in Luft springen. Scheiße. Kann ich das auch so machen? Gut, geht. Ich war mir nicht sicher. Allez! On passe au canon suivant! À l'attaque! Zweite Stellung, jetzt kommen wir weiter voran, oder was? Lass den da liegen. Brauch langsam Munition.
kriechen mal da vorne lang. Da ist meine Tür. Nicht auf mich schießen, ich bin gar nicht da. Hallo? Ach, ich bin tot. Da habe ich die Glocken läuten, ne? Schön die Beine wegsemmeln. Bin getan, ich hänge zwischen seinen Glocken. Was sind da tot? Ey, so viele Ziele. Wie soll ich da vorankommen, Mensch? Achso, es ist schon das Ding, was ich nicht sprengen muss. Hallo, hier sind wir das. Ich bin weg. Oh, vorrücken. Sinn, aber ich schieße mal der Panzerfaust drauf. Scheiße. Nochmal. Was ist zerstört? Schalte die Flak 88 Stellung aus. Erstmal den Stacheldraht hier vorne entfernen, nervt mich. Geht doch. Ich brauche nämlich dringend Munition. Sammel so viel du kannst. Bomber. Es gibt mir Munition. Idrissa! Ja, Idrissa ist wahrscheinlich tot, so wie der Rest, den du vorgeschickt hast. Da hakt es. Achso, Sequenz. Jetzt hakt es wieder. Oh, warum hakt das jetzt immer? Wahrscheinlich, weil ich aufnehme. Idrissa! Du voilà! Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Was sagt ihr? Le Schweinhund verstanden. On n'a pas gagné. On n'a pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent? Wenn die jetzt umsonst gestorben wären, die Wände sind eh umsonst gestorben. Hättet ihr einfach mal warten können. Wurst.
Jumiak, ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. So, ich glaube, das ist auch wieder so ein guter Punkt. Ich glaube, das schneidet die ganzen Versuche gar nicht raus. Ich lasse die drin. Und, Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ah, mais du hast jetzt das Kommando. Kannst du jederzeit diese Granate anfangen? Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. Einleiten, okay. Wie immer ich das auch mache. Jetzt als feste Waffe drin. Hallo, darf ich mal? Zeigt mir nicht die Ziele, zeigt mir mal mein Mausrad. Ich kann gerade irgendwie keine andere Waffe zielen. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Ich lasse alles so drin, wie es war. Ich habe halt zig Versuche gebraucht. Es tut mir leid. Ich bin halt auch nicht der beste Ego-Shooter-Spieler. Da könnt ihr wahrscheinlich, ihr könnt wahrscheinlich alle besser spielen als ich. Ist halt nicht so schlimm. Ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Ihr seht, was wir vorhaben. Wir müssen das Dorf erobern und dann wahrscheinlich da hinten das Borg tippe ich mal drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.